Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer und in diesem Video möchten wir uns doch gerne einmal weitere von euren Aquarien ansehen. Und zwar habe ich dieses Mal wieder die üblichen Verdächtigen für euch mitgebracht, aber dieses Mal mit neuen Aquarien. Und hier können wir unter anderem die Entwicklung eines Garnelen-Aquariums betrachten, sowie auch den sehr imposanten Sonnenuntergang im Amazonas-Aquarium beobachten. Also bleibt dran, denn es wird sicher spannend, wenn wir uns das nun hier einmal ansehen können. Und zwar können wir hier schon den schönen Sonnenuntergang im Aquarium beobachten von unserem Zuschauer MG Aquaristik und der naturnahen Unterwasserwelt, die euch ja bestimmt schon bekannt sind, dieser Kanal und auch die Videos. Und hier können wir nun endlich auch einmal einen umfänglichen Blick über den tollen Sonnenuntergang erhalten. Ich habe im anderen Video ja schon die tollen Fische und auch die schöne Einrichtung bewundert. Der Skalar, den man hier gesehen hat, gefällt mir ja sehr gut und auch mit den etwas kleineren Gruppenfischen haben wir doch ein wirklich schönes Bild. Auch mit Arten, die man so tatsächlich im echten Amazonas finden kann. Aber was natürlich sehr viel erstaunlicher ist, meiner Meinung nach, ist diese außerordentliche Lichtinstallation, die wir hier beobachten können. Denn wir haben hier einen sehr schönen, sehr schonenden Übergang von dem etwas helleren rötlichen Licht bis hin zu der fast kompletten Dunkelheit. Und das kommt dem natürlichen Lichtzyklus doch schon sehr nah, da wir hier kein abruptes Ein- und Ausschalten haben, sondern einen schönen, leichten, weichen Übergang. Und so etwas zu erzielen ist natürlich schon eine große Kunst und finde ich auch mal eine schöne Abwechslung zu den eigentlich doch sehr langweiligen Neonröhren oder LEDs in dem Sinne. Wobei ich mir durchaus auch anhand des Titels herleiten kann, dass es sich hierbei um LEDs handelt. Allerdings sind die hier dann doch etwas imposanter in Szene gesetzt. Hier bedanke ich mich auch noch vielmals für die netten Grüße, die mir dagelassen wurden hier im Titel und auch in der Beschreibung. Das hat mich sehr gefreut und ich bin auch dankbar, dass ich dieses tolle Aquarium hier mit euch teilen darf. Also denke ich, würde sich der Kanal MG Aquaristik sicherlich auch freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Wir haben ja im letzten Video auch schon ein sehr schönes Aquarium betrachten können. Von daher sollte es das dann für dieses Aquarium hier auch sein und wir sehen uns nun das nächste Aquarium an. Und zwar haben wir hier eines der vielen Aquarien von dem Kanal, der sich mit Vergnügen nennt. Und wie immer ist es mir auch wieder ein Vergnügen, das hier mit euch teilen zu dürfen. Wir können jetzt hier beobachten, dass wir hier mal etwas anderes haben. Und zwar sehen wir diese bambusartigen Rohre hier im Wasser zwischen den Fischen. Und das hat mir doch auf den ersten Blick schon sehr gut gefallen, da es dem Ganzen noch ein bisschen andere Optik gibt. Vor allem auch scheint mir das Aquarium eine sehr schöne Größe zu haben. Der Name 30er bezieht sich womöglich aufs Volumen, aber es könnte auch andere einen anderen Grund haben. Und an der Oberfläche sehen wir die schönen Muschelblumen zwischen den Fischen, die wir hier sehen können. Nun bin ich mir nicht sicher, ob es sich hierbei um Moderlieschen oder eine ähnliche Art handelt, aber es sind auf jeden Fall sehr schöne Fische und ich bin sicher, in den Kommentaren werden wir sicher noch schlau daraus. Ansonsten können wir das hier doch gerne einmal schön betrachten und auf uns wirken lassen, denn das gefällt mir doch sehr gut. Auch etwas anders eingerichtet als die vorher gezeigten Aquarien. Ich finde auch, die Verwendung der Tonscherbe zur linken in der Ecke ist durchaus gelungen und gibt dem Ganzen noch einen extra Kniff. So kann man auch schöne Dinge, die man eigentlich nicht mehr braucht, als Dekoration wiederverwerten. Und da bin ich auch ein großer Fan von. Von daher ist das doch hier eine schöne Auswahl von verschiedenen Deko-Elementen, die wir hier haben, die auch etwas ungewöhnlicher sind, sagen wir mal, wie die Bambusstäbe. Aber nicht weniger erstaunlich. Von daher freue ich mich, das hier sehen zu dürfen. Und natürlich auch mit euch zu teilen. Wir können ja auch hier sehen, dass offenbar eine Strömung vorhanden ist mit einer Pumpe. Und das ist auch immer gut für die Fische, denn die mögen es auch gerne, wenn das Wasser etwas zirkuliert. Und dadurch bleibt es auch immer schön sauber, so wie wir das hier sehen können. Und ich glaube, ich sehe sogar eine Schnecke, die sich an einer dieser Bambusstäbe hier entlang schneckt.
um dem Ganzen eine etwas breit gefächertere Artenpopulation noch zu geben. Ich bin mir fast sicher, das ist nicht die einzige Schnecke, die in diesem Aquarium hier sich befindet, aber sie ist auf jeden Fall doch schön anzusehen. Und in seiner Gesamtheit finde ich auch das hier mit dem Beleuchtungskonzept doch erstaunlich und es gefällt mir sehr gut, muss ich schon persönlich an dieser Stelle mal sagen. Von daher hat es mich gefreut, auch dieses hier wieder mit euch teilen zu dürfen. Hier können wir noch einen kurzen Einblick in ein weiteres in ein weiteres Aquarium gewinnen vom selben Kanal. Und auch hier ist es wieder sehr schön zu beobachten und diesmal auch etwas anders eingerichtet, dieses Mal mit Ästen, wie mir scheint, die auch eine sehr schöne Optik gewährleisten. Aber da würde ich mich freuen, euch gerne auch weiterhin neue Videos zu zeigen zu dürfen von diesem Kanal. Ansonsten können wir auch nun jetzt danach auch zum letzten Aquarium dieses Videos kommen. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bedanken fürs Teilen und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne auch auf dem Kanal von Mitvergnügen vorbeischauen und gerne einen Daumen nach oben dalassen, so wie ich das jetzt hier natürlich auch gerne tun werde. Zu guter Letzt sehen wir nun die Entwicklung des Garnelenaquariums vom Aquariumliebhaber über 8 Monate hinweg. Also bleiben wir gespannt, was sich hier jetzt zeigen wird. Wir sehen auch schon Garnelen von Beginn an. Kleinerer Art. Zumindest habe ich, glaube ich, gerade eine vorbeihuschen sehen. Oder hier diese schöne Schnecke mit einem getigerten Muster. Die ist natürlich nicht mit den Rennschnecken zu verwechseln, aber sieht ähnlich aus. Hier können wir auch schon die Garnelen bewundern, wie sie grasen, so wie sie das nun mal gerne machen. Das kennt ihr ja vielleicht auch von euren eigenen Garnelen oder auch von meinen Garnelen. Und wirklich sehr schön zu beobachten mit der Schnecke hier vor allem nochmal. Und auch diesen Doppelfilter mit den Schwämmen, den ihr vielleicht schon auch in meinem Garnelenaquarium gesehen habt. Wobei ich gestehen muss, hier ist natürlich das ganze Ambiente noch etwas, sagen wir mal, ansprechender, auch außen herum. Also da integrieren sich die Aquarien doch auch schön in den Raum. Und die Garnelen hier sind auch interessant zu beobachten in ihren verschiedenen Färbungen und Größen. Und hier auch wieder auf dem Filter am Grasen, was sie ja sehr gerne tun. Da habe ich auch sehr gute Tipps immer von euch erhalten, wie ich für meine Garnelen das ganze Umfeld noch etwas optimieren kann. Von daher bedanke ich mich auch dafür. Und jetzt sehen wir hier doch auch wirklich eine sehr schöne Nahaufnahme von den Garnelen, die wirklich immer sehr beliebt sind allseits. Und die schönen Schwimmpflanzen an der Oberfläche, was unter anderem womöglich etwas Schwimmfarn sein könnte und andere Arten, aber hier wird der Aquariumliebhaber euch bestimmt gerne mit weiteren Informationen zur Verfügung stehen, welche Arten wir hier genau finden können. Ansonsten ist das doch ein interessanter Überblick über die Entwicklung in einem Aquarium über einen längeren Zeitraum, die wir hier sehen können. Und sogar in mehreren, wie es mir scheint, die sich offenbar ja nebeneinander befinden, räumlich, wie man in dem Video gesehen hat. Und hier kommen wir schon zu der 4-Monate-Bilanz. Und zwar haben wir doch jetzt schon hier einige Junggarnelen und auch etwas größer gewachsene zu sehen an den Wasserpflanzen. Und 8 Monate ist durchaus schon eine relativ große Zeitspanne, von daher sind hier die Unterschiede doch bestimmt auch schön zu erkennen zwischen den verschiedenen Monaten und wie es sich entwickelt hat. Von daher ist das doch wieder mal eine sehr interessante Sache, sich das anzusehen. Mit dem Moos auf der Oberfläche. Und noch einmal in der schönen Gesamtansicht. Hier scheint mir auch ein würfelförmiges Aquarium die Wahl zu sein, denn Würfel sind ja immer sehr schön von der Form her und wenn man ein passendes Regal oder einen anderen Standort dafür hat,
Dann spricht auch nichts dagegen, sich eben einen Würfel zuzulegen. Wir können ja auch hinten den Heizstab erkennen. Also da ist alles für die optimale Garnelenversorgung hier gegeben, würde ich sagen. Außerdem ist die Beleuchtung hier wohl auch angemessen. Das ist ja zum Beispiel eine sehr interessant anmutende Garnele mit ihrem leichten weißen, schwarzen, getigerten Muster. Fast gezebrat, möchte man sagen. Und ansonsten sehen wir hier doch, die Population hat sich doch sehr schön eingelebt in diesem Aquarium. Und da wünsche ich weiter viel Erfolg und viel Vergnügen mit diesem tollen Aquarium, dem Aquarium-Liebhaber. Damit würde ich mich auch schon wieder für dieses Video von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und falls ja, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und vergesst auch nicht, auf den Kanälen der jeweilig vorgestellten Aquarien vorbeizuschauen, um auch dort einen Daumen nach oben zu lassen, wenn es euch gefallen hat. Das würde mich und bestimmt auch die Einsender und Aquariumfreunde auf YouTube sehr freuen. Weiterhin freue ich mich natürlich auch über 700 Abonnenten und da könnt ihr euch bald auf mein Spezialvideo in der Waschanlage gefasst machen. Auch wie gewohnt dann wieder mal zur Feier eben dieses Meilensteines. Ansonsten wisst ihr Bescheid, ihr könnt mir in die Kommentare gerne eure Links zu euren Aquarium-Videos mitteilen oder mir Bescheid sagen, dass ihr auf eurem Kanal ein Aquarium habt, das ich gerne hier teilen darf auf meinem Kanal. Dann würde es mich sehr freuen, dies zu tun und auch euch würde es sicherlich freuen, diese dann betrachten zu können. Und wenn ihr mich schon abonniert habt, solltet ihr nicht vergessen, die Glocke zu läuten, Klingeling, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Damit sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquarianer.